Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3. Wir fliegen durch die Sonne. Okay, wir müssen die Diplomatenschiffe anfliegen. Die Diplomatenschiffe von Salarianern, Turianern und Kurganern treiben in großer Entfernung voneinander dahin, außerhalb der jeweiligen Reichweite ihrer Waffen. Nachrichten der verschiedenen Fraktionen zeigen, dass sie es begrüßen würden, wenn die Normandie zum neutralen Treffpunkt ihrer Diplomatie erklärt würde. Der Umstand, dass es sich nicht im Vorfeld auf ein Schiff für diese Funktion geeignet haben, ist kein gutes Omen für die Verhandlungen. Und dafür können wir doch mal perfekt andocken. Commander, die salarianische Dalatras und der kroganische Clanführer möchten an Bord kommen. Bringen Sie sie in den Konferenzraum. Hoffentlich löst das nicht noch einen Krieg aus. Dieser Kroganer ist doch nur ein Schläger. Wie kann er für sein Volk sprechen? Indem er Respekt einfordert. Und diese Salarianerin könnte mit meinem Namen anfangen. Erdnord Reeve. Und dann können Sie mir sagen, was mich die Turianer angehen sollten. Ich habe selbst schon Reaper-Kundschafter auf meinem Planeten. Ersparen Sie uns das, Reeve. Ich bin kein Diplomat und Sie sind's auch nicht. Also Schluss damit. Sagen Sie uns, was Sie wollen. Oh, ich mein's todernst. Sie brauchen unsere Hilfe? Dann werden Sie Folgendes tun. Heilen Sie die Genophage. Auf keinen Fall. Die Genophage steht nicht zur Disposition. Welche Sorge haben Sie? Warum missfällt Ihnen diese Idee, Dalatras? Mein Volk hat die Kroganer unterstützt. Wir kennen sie am besten. Sie haben sich hinter uns versteckt, während wir sie vor ihrer eigenen Feigheit gerettet haben. Ihre Citadel existiert nur noch, weil die Kroganer die Rachni daran gehindert haben, sie einfach zu verschlucken. Richtig. Und danach waren sie nicht länger nützlich. Nur die Genophage konnte ihre Bedürfnisse unter Kontrolle halten. Dalatras, Reeve hat recht. Ihn zu verärgern, bringt gar nichts. Ich werde mich für die Wahrheit nicht entschuldigen. Wir haben die Kroganer nur unterstützt, damit sie Krieg führen. Mehr können sie nicht, und zwar, weil wir es so wollten. Ihr Volk hat sich geirrt. Dann hätte ihr Volk länger darüber nachdenken sollen. War der Aufstand der Kroganer wirklich eine Überraschung? Genau davon rede ich, Commander. Uns an die Kroganer zu wenden, war verzweifelt und vorschnell. Es war derselbe Fehler, den Sie heute machen wollen. Die Heilung der Genophage würde nichts Gutes bringen. Aber die Kroganer verdienen ein Heilmittel. Die Kroganer haben für ihre Fehler bezahlt. Die Genophage wirkt nun schon lange genug. Außer man kann sich an Neugeborenen ohne Herzschlag ergötzen. Ihr allein verdanken wir den Frieden. Es reicht. Ob sie ein Heilmittel verdienen oder nicht, ist akademisch. Es würde Jahre dauern, eins herzustellen. Da irren sie sich. Es gab einen Salarianer, Mälen. Er hatte irgendwie Mitleid mit unseren Frauen und testete ein Heilmittel an ihnen. Ja, seine Methoden waren barbarisch. Es wird noch schlimmer. Einige der Frauen haben überlebt und sind vor ihrer Ankunft aus dem Labor entkommen, Shepard. Das war peinlich für die Salarianer. Also hat die Dalatras die Frauen von einem ihrer Trupps gefangen nehmen lassen. Wo haben Sie das her? Das könnte inszeniert sein. Keine Lügen mehr. Diese Frauen sind immun gegen die Genophage und sie gehören mir. Dalatras, ist das wahr? Was würde die Heilung der Genophage meinen Leuten nützen? Sie brauchen Verbündete. Wie lange können Sie alleine gegen die Reaper bestehen? Denn wenn Sie nicht helfen, wird es so enden. Und ich bin der letzte freundliche Turianer, den Sie jemals sehen werden. Wie ist Ihre Entscheidung? Die Frauen befinden sich in einer STG-Basis auf Surkesh. Doch ich warne Sie, die Konsequenzen Ihres Handelns werden uns noch jahrhundertelang verfolgen. Holen wir sie! Sie setzen keinen Fuß auf Surkesh, das erfordert Zeit. Jetzt sofort! Shepard wird den Austausch als Ratspekter beaufsichtigen. Aufbruch! Ich werde das nicht vergessen, Commander. Tyrannen haben in der Not nur wenige Freunde.
Na, wunderbar. So, wir nehmen mal unsere Frauen mit hier. Edi und Liama. Ja, machen wir mal. Sehr schön. So, da haben wir auch wieder eine neue, aber nichts Besonderes. Hier hatten wir auch eine neue, ne? Feuergeschwindigkeit ist höher, der Schaden ist höher, die Präzision ist höher. Ich würde sagen, die nehmen wir. So. Was können wir da machen? Die Waffenstabilität, die Projektile pro Magazin. Ach so. Ja, ja. Genau das. So. Was haben wir bei den Maschinenpistolen? Keine neue. Haben wir da Waffenmods? Nein. Da haben wir neue. Aha. Ja, das sieht doch gut aus. Sehr schön. Und bei der Pistole, da haben wir nichts Neues. Okay. Gut. Ich habe Punkte für ziehen. Ja. So, Edi hat auch Punkte, aber die kann sie wahrscheinlich nicht einsetzen, weil es kostet zu viel. Genau. Liama kann allerdings was machen. So. 20% mehr Gesundheit und Schilde, 40% schnelleres Aufladen. Da ich die Kräfte eh nicht so oft nutze, nehme ich lieber die weniger Gesundheit in Anspruch. Wir sind unterwegs zur Heimatwelt der Salarianer. Man ist hier keine Kroganer gewöhnt, also machen wir es kurz. Wir landen, holen die Frauen und hauen ab, bevor sich jemand anders überlegt. Ich spreche nicht gern mit Salarianern, außer wenn sie um ihr Leben betteln. Seien Sie freundlich. Ich übernehme das besser, Reef. Kroganer sind nicht gerade für ihr Taktgefühl bekannt. Ach ja? Und wie nennen Sie es, Mählens Genophage-Forschung bei der erstbesten Gelegenheit zu vernichten, Shepard? Ja? Das ist mir bewusst. Jetzt hilft Ihnen Shepard, oder nicht? Nicht als Freund der Kroganer. Hier geht es um Politik. Wie zum Beispiel der Dalatras zu sagen, dass wir ein Heilmittel verdienen. Die Zerstörung der Daten war ein Fehler. Die Zerstörung der Daten war ein Fehler. Dieser Krieg hat mir gezeigt, dass jede Spezies ein Recht auf freie Entwicklung hat. Sie müssen sich für diesen Verrat nicht entschuldigen, Shepard. Das sollte ein Kompliment sein. Sie sind auf dem besten Weg, ein würdiger Gegner für die Kroganer zu werden. Commander, die Sensoren haben die salarianische Basis erfasst. Gehen wir runter. Wir klären das später. Commander, die salarianische Bodenkontrolle meint, wir hätten keine Landeerlaubnis. Die Dalatras hat das persönlich autorisiert. Einmal ein Feind, immer ein Feind. Erlaubnis verweigert. Wir sollen den Landeanflug abbrechen. Landen Sie trotzdem. Sie sind zu höflich, Shepard. Reef, nicht! Nicht schießen! Commander Shepard, bremsen Sie Ihren Kollegen. Wir haben gerade eben erst von diesem Transfer erfahren. Wir kriegen das hin. Ich möchte keinen diplomatischen Zwischenfall. Genau. Sie haben nur was, was für Reef wertvoll ist. Und ich bin hier, um es zurückzuholen. Wir können die Sache klären, aber ich muss darauf bestehen, dass er unter Bewachung bleibt. Bleiben Sie hier, Reef. Ich krieg das schon hin, Reef. Meine Schrotflinte auch.
Das stimmt schon, Commander. Jeder denkt nur an den Krieg. Und unsere Leute sind extrem nervös. Vorsicht! Achten Sie auf den Eindämmungsschild! Ich glaube, diese Spezies heißt Jag. Glücklich sieht er nicht aus. Wie Sie sehen, gibt es in dieser Basis heikle Informationen. Heikle Informationen? Was genau wird hier gemacht? Evolutionsversuche, morphologische Simulation, exogenetische Beurteilung. Bei Salarianen muss wohl immer alles kompliziert sein. Die Wissenschaft war immer unsere beste Verteidigung. Durch die hier betriebene Forschung war Sorkesh jahrtausende lang sicher. Und wie ist das Studium von Kroganerinnen so? Auch das Studium verschwundener Kroganerinnen? Den Frauen ging es gar nicht gut, als wir sie auf Tuchanka gefunden haben. Sie wurden hergebracht, um sie zu stabilisieren. Wenn Sie mich anfassen, reiße ich Ihnen den Kopf ab. Ich würde Sie gern sehen. Ich muss Ihnen nur eine Freigabe für die unteren Ebenen besorgen. Geben Sie mir kurz Zeit, wir treffen uns dann beim Fahrstuhl. Achtung, Biolabore, bitte auf Eintreffen des Jagdexemplars vorbereiten. Mhm. Das ist interessant. Erstmal gucken, was es hier so gibt. Das ist auch wieder eine wunderschöne Basis. Die Geräuschkulisse haben sie alles echt perfekt gemacht. Muss man schon sagen. Unsere Befehle sind klar. Reibungslose Übergabe der kroganischen Häftlinge. Wer hat diesen Befehl erteilt? Unsere Vorgesetzten. Das ist alles, was zählt. Aber sie werden die Genophage heilen. Alle Mühen, die Kroganer aufzuhalten, waren dann vergebens. Wenn ich Ihre Meinung hören will, werde ich Sie befördern. Bis dahin tun Sie Ihre Pflicht und halten den Mund. Mhm. Das ist ein abgesperrter Bereich. Naja. Bleiben Sie bitte zurück. Okay, Noch ein Angriff? Die Verteidigung meldet ein nicht identifiziertes Flugobjekt in der Nähe unserer Annäherungsvektoren. Als würde jemand unsere Abwehrmechanismen testen. So sieht es aus, Sir. Das gefällt mir nicht. Nicht angesichts dessen, was sonst noch alles vor sich geht. Beachten Sie, dass ich Besucher in der Anlage. Was geht denn sonst vor sich? Ein Codeknacker vom Geheimdienst hat erzählt, dass die Turianer nicht mehr lange durchhalten. Die Reaper haben sie bis an die Wand zurückgedrängt. Die Turianer haben die größte Flotte der ganzen Galaxie. Und wir sind nur ein paar Masseneffektportale von dieser ganzen Scheiße entfernt. Aha. Interessant. Das ist also Sorkesh. Langweilig. Keine Dreschlunde, keine Strahlung. So leicht sollte das Leben nicht sein. So, Reef. Shepard, die Salarianer haben kein Recht, in dieser Sache etwas zu bestimmen. Die Frauen gehören mir. Bleiben Sie ruhig, Reef. Wir können jetzt keine bewaffnete Auseinandersetzung riskieren. Ich riskiere bereits etwas, indem ich die Erledigung Ihnen überlasse. Und ich habe was riskiert, als ich Sie hierher brachte. Sagen wir doch einfach, wir sind quitt. Im Moment. Wer hat Ihnen von den Frauen hier erzählt? Leidigen Sie mich nicht, Shepard. Der einzige Grund, warum wir überhaupt reden, ist, dass Sie nützlich für mich sind. Aha. Sind die Kroganer bereit, die Reaper zu bekämpfen? Das ist so, als würde man eine Asari fragen, ob sie bereit ist, sich zu paaren. Oder ob Kroganer primitive Schläger sind. Wir wurden dazu geboren, bei diesem Kampf zu siegen. Ja. Was wissen Sie über diese Frauen? Sie waren nicht wichtig. Zumindest nicht bis zu Melens Experimenten. Ich habe sie als Köder benutzt, um die anderen Clans davon abzuhalten, die Fruchtbaren zu stehlen. Viele intelligente Wesen würden so eine Behandlung ihrer eigenen Spezies als brutal bezeichnen. Auf Tuchanka pflanzt man sich entweder fort, oder man beschützt diejenigen, die es können. Deshalb sind Kroganer auch so freundlich. Ja. Sie haben auf der Normandy gesagt, dass Reaper auf Tuchanka gesichtet wurden? Anders als bei ihrem Angriff auf die Turianer, gehen die Reaper bei uns langsam und vorsichtig vor. Sie wissen, dass ihre Tage gezählt sind, sobald wir in diesen Krieg eintreten. Oder vielleicht halten sie ihre Spezies auch einfach nicht für wichtig genug. Ich mag sie nicht. Zumindest fehlt es ihm nicht an Selbstbewusstsein. Ich werde jetzt gehen. Keine Sorge. Ich werde sie beobachten, Shepard. Das ist kein Selbstbewusstsein, das ist Arroganz. So. Sie haben jetzt die Freigabe, die Frauen zu sehen, Commander. Hoffentlich können wir die Sache klären, ohne die kroganischen Rebellionen nachzustellen. Mhm.
Sollte man die Kroganerinnen ausliefern? Ich bin anderer Ansicht als die meisten meiner Kollegen. Die Heilung der Genophage bringt die Sache endgültig zum Abschluss. Die Kroganer spielen vielleicht in Zukunft eine Rolle, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Wir sollten die Evolution über Leben und Tod entscheiden lassen, nicht die galaktische Politik. Okay. Danke für Ihre Zeit. Kein Problem. Gehen Sie zum Fahrstuhl, wenn Sie soweit sind. Na gut. Mache ich. Der Transfer der Kroganerin hat oberste Priorität. Ja, ja. Nehmen Sie jetzt den Fahrstuhl nach unten. Dort wird Sie jemand... Alarm! Bedrohungsstufe 2. Bereitschaftsdienst aufteilen. Na, wunderbar. Was ist hier los? Sensoren zeigen Aktivität auf dem Gelände. Rasch, Commander. Jemand wird Sie unten erwarten. Ob das die Weaver sind? Ich gehe einfach mal davon aus. Das Basispersonal bleibt bis auf Weiteres auf Posten. Alle Exemplare korrekt erfasst, Sir. Shepard, ausgezeichnetes Timing. Schön, dass Sie da sind. Mordin! Mordin Solos. Einwandfrei. Überraschung, verständlich. Hatte nicht damit gerechnet, wieder zu arbeiten. Wieder bei der STG? Sonderberater. Wer könnte das sonst sein? Jemand anders hätte alles falsch gemacht. Habe Kroganerinnen geholfen, dem Erdnot-Clan Informationen übermittelt, politischen Druck zwecks Befreiung der Frauen gemacht. Dann sind Sie Reeves Insiderquelle. Ja, erkläre alles später. Sicherheitswarnungen, nicht normal. Müssen zum Schutz der Kroganerinnen Planeten verlassen. Immunsystem der Frauen geschwächt. Nebenwirkung von Malens Heilmittel. Haben nicht überlebt. Liegt es daran, dass wir Malens Forschung zerstört haben? Unwahrscheinlich. Zelldegeneration bereits im Gange, als Frauen gefunden wurden. Konnte ihnen nicht helfen. Sie haben ihr Bestes getan. Sie haben sicher ihr Bestes getan, Mordin. Kam zu spät. Jetzt keine Verzögerung mehr. Eine Überlebende, immun gegen Genophage, kann Heilmittel aus ihrem Gewebe synthetisieren. Sie ist noch hier? Ja, letzte Hoffnung für Heilmittel. Falls sie stirbt, Genophage Heilmittel, problematisch. Bitte vorsichtig sein. Organa sind sehr misstrauisch. Ich bin Commander Shepard von der Allianz Navy. Sind Sie hier, um mich zu töten? Ach, was muss sie durchgemacht haben? Lieutenant Reeve und ich sind hier, um sie nach Hause zu bringen. Weshalb? Was bin ich für Sie? Warum so besorgt? Haben die Salarianer Sie misshandelt? Das war meine Schwester, die Sie da gesehen haben. Sie hat vor ihrem Tod sehr gelitten. Haben getan, was wir konnten. Und jetzt weiß ich, dass außer mir niemand mehr übrig ist. Das macht mich für viele ziemlich gefährlich. Was ist mit Ihnen, Commander Shepard? Warum sind Sie hier? Ich will Sie retten. Sie sind die Zukunft der kroganischen Spezies und dafür kämpfe ich. Dann haben Sie hoffentlich eine Armee dabei. Alarm! Nicht identifizierte Schiffe in unserem Luftraum. Aktueller Statusbericht. Kommunikation nach draußen unmöglich. Wir sind abgeschnitten. Alle Daten sofort extern sichern. Was ist los? Wir haben mehrere Schiffe im Anflug. Ist ein Esso dort? Holen Sie sofort die Frauen daraus. Es hat nur eine überlebt, Reef. Hier unten ist es vielleicht sicherer. In einer salarianischen Folterkammer? Vergessen Sie es. Entweder Sie bringen sie da raus, oder es gibt kein Bündnis. Lassen Sie die Frau frei. Wir gehen. Das geht nicht. Während einer Abregelung darf laut Protokoll kein Exemplar... Einspruch vermerkt. Jetzt bitte Freilassung der Kroganerin. Muss Tank überwachen, während der Quarantäneprozess durchläuft. Treffen beim nächsten Kontrollpunkt, Shepard. Cerberus ist wahrscheinlich gegen genophage Heilmittel. Ja, wahrscheinlich. Sie sehen T'Chanka wieder. Versprochen. Zum Fahrstuhl, Shepard. Oh Gott. Na, wunderbar.
Problem. Die Sicherheitssysteme reagieren nicht. Irgendwas stimmt nicht mit dem Aufzug. Er reagiert nicht. So, versuchen Sie es jetzt, Commander. Nun? Das nehme ich ja alles mit, was hier rumliegt. Ich stelle mir das so vor, ne? Katastrophe, und dann hast du so ein Forschungslabor. Versuchen Sie es mit dem Aufzug, Commander. Station dank STG-Verbindung gesichert. Autonomie in Sachen kroganische Testobjekte erlangt. Frauen offensichtlich im Stand. Barbarische Experimente. Mädels schuld. In Ordnung bringen, meine Verantwortung. Muss sie retten. Keine Toten mehr. Ja. Darüber bin ich doch froh. So, oh oh. Bombe! Zurück! Shit. Commander Shepard, alles in Ordnung? Gibt es noch einen anderen Ausgang? Auf der anderen Seite des Labors, ein Notausgang. Ich kann ihn von hier aus öffnen. Okay, dann nehmen wir den. Cerberus-Truppen versuchen, die Frau zu finden. Quarantäne-Kontrollpunkt wird angegriffen. Beeilung! Okay, ich mach das schon. Shepard, hier ist Reef. Ich habe das Shuttle genommen. Holen Sie die Frau da raus und bringen Sie sie zum Landeplatz. Jetzt können die Salarianer nicht mehr neutral bleiben. Oh, ach du Scheiße. Sofort Verstärkung zu dieser Position. Bestätigen Sie. Noch mehr Angriff. Und Zerstörung. Was haben wir hier? Ein Schrotklingen. Ein Klingenaussatz. Oh Gott. Wir brauchen Thermalsicht. Sofort. Wow. Hier gibt's keine Sanität da. Aha. Genau diese Denkweise hat uns ins Chaos gestürzt. Bei voller Abweisbarkeit bin ich gut. Ja, davon gehe ich auch aus. Oh oh. Oh Gott, von wo? Wow. Oh shit. Wir brauchen eine andere Waffe. Ich frag einfach nicht. Wow, shit. Na, das ist ja mal nice. Organisches Leben überrascht mich immer wieder. Eine neue Anekdote für unsere Memoiren. Wie Sie meinen. Huch. Reservemunition, aha. Oh Gott, da kämpft irgendwer. Shepard, Cerberus-Truppen am Kontrollpunkt. Versuchen, Kroganerin zu töten. Unterstützung erforderlich. Ich sehe den Kontrollpunkt. Sie werden beschossen. Wir müssen eingreifen. Oh Gott. Das ist nicht gut. Wow. Schild hält. Aussage zum Zustand der Kroganerin nicht möglich. Mir geht's gut, Commander. Frauen wurden versteckt. Möglicher Maulwurf bei STG. Könnte indoktriniert sein. Kommt Bündnis Kroganer-Turianer nicht zustande, fordert niemand die Reaper heraus. Wir fordern sie nicht nur heraus. Wir besiegen sie. Shepard, Treffen am nächsten Kontrollpunkt. Ziel von Cerberus wahrscheinlich... Oh, shit. Okay. Wo ist denn der nächste Kontrollpunkt? Wo muss ich denn weiter?
Müssen wir hier raus? Oh shit, was? Na toll, wir brauchen schon wieder mal Thermalsicht hier. Ja Leute, dagegen habt ihr keine Chance. Wir müssen jetzt auch immer umgucken nach Sachen. Der nächste Raum. Cerberus scheint ziemlich gut motiviert zu sein. Die sind zu allem fähig. Es ist nur schwer zu verstehen. Mhm. Was haben wir? Sie haben Befehl, die Stellung zu halten und die Zugang zum nächsten Kontrollpunkt zu blockieren. Oh shit. Leute, jetzt wird's spannend. Ja, das wird denen nicht gelingen. Die von vorne anzugehen ist vielleicht keine so gute Idee. Ach, meinst du? Ja, gehen wir von der Seite drauf. Ach, keine Sorge. Der Salarianer ist gefangen. Der Salarianer, einer von Tausenden. Der nächste Kontrollpunkt kann nicht weit weg sein. Vielleicht erreichen wir ihn vor Cerberus. Wo ist denn der nächste Punkt? Ah, hier? Oh. Na, wunderbar. Dr. Solis Theorie ist wahrscheinlich korrekt. Cerberus wurde über die Anwesenheit der Kroganer informiert. Ihre Reaktionszeit ist zu kurz. In jedem Krieg gibt es Verräter. Aha. Das ist schön für uns. Ach Quatsch. Erstmal unten. Ich könnte eine Sniper gebrauchen. So, Briefschlitz geschafft, würde ich sagen. Wo da? Das machen sie schon. Verstand. Einer geht da links, Verstand. Einer geht da oben lang. Verstand. Ich gehe nach oben. Ah, okay. Naja, jo, ist jetzt irgendwie nichts mehr. Da. Na, wie soll ich denn jetzt so einen ThyssenKrupp-Fahrstuhl reparieren? Was ist das denn hier? Ach komm. So, ich will gucken, ob hier unten noch was rumliegt, deswegen. Aber scheinbar ist dem nicht so. Aha. Ersatzteile bergen. Doch, 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 da war auch noch was. Sehr schön. Okay, Cerberus vor dem Tank, Shepard. Brauche Unterstützung. Wow. Drängen Sie sie von der Frau weg. Oh shit, das ist heiß. Wow. Als wenn wir schon 300 Leute umgebracht hätten. Spezies 408. Baron, könnte eine neue Form der biologischen Kriegsführung ermöglichen. Größer und intelligenter könnten sie Zivilpopulationen. Shepard, vermute Cerberus hat Energie abgeschaltet. Kann erst weitermachen, wenn sie Notfallsysteme umleiten. Na wunderbar. Ja, irgendwo hier war es doch gerade, ne? Da hinten.
alle umsehen. In der Nähe muss es eine Stromversorgung geben. Ah, hier. Na, es war jetzt zum Glück nicht so schwer. Waffe freigeschaltet, Skorpion. Ausgezeichnet, können uns durchbringen. Moment, noch ein Cerberus-Trupp. Na, wunderbar. Machen Sie weiterhin Druck! Jawohl! Bestätige! Greifen Sie von zwei Seiten an, okay? Schon dabei! Mach es! Sofort! So. Ist der hier von zwei Seiten? Oh oh. Ja, komm mir nicht zu nah. Was? Da habe ich irgendwas doppelt. Was? Oder sollte ich hier rein? Nee. Alter! Wie geht es Ihnen? Eindämmungsschild stark, aber nicht für direkten Beschuss ausgelegt. Das ist nicht Ihr Problem, Commander. Sie kennen mich nicht. Das will ich aber ändern. Halten Sie durch. Wie viele Kontrollpunkte noch? Nur die Landezone. Hoffentlich wartet Erdnut Reef noch. Ich bin für Reef wertvoll. Er wird da sein. Wir sehen uns dann oben. Oh shit. Ja, das ist dann halt so, dass ihr die gefunden habt, aber nicht mehr lange. Hab ich was verpasst? Hey! So. Das war der letzte. Verschwinden wir von hier. Will ich auch sagen. Wo lang? Ach, da nach oben. Wir sind fast wieder oben. Sehr schön. Wow. Na, wunderbar. Ziehen. Und... Na wunderbar, Thermalsicht anfordern. Brauchen eine andere Waffe. Beeilung, Shepard. Eindämmungsschild fällt aus. Oh Gott. Geht das eigentlich runter, wenn ich drauf schieße? Nee. Scheint nicht so. So, gut. Bestätige. Shepard, nicht zögern. Bitte letzte Freigabe. Ach, komm schon. Shepard, Sie müssen die Freilassung autorisieren. Tank wird dann zur Landezone gebracht. Wir bringen Sie weg von hier. Shepard, Vorsicht, Feind im Anmarsch. Oh oh. Shit. Nicht schon wieder. Shepard, ich kann erst landen, wenn Sie sich um den Neck gekümmert haben. Sonst ist es zu gefährlich. Gestellt. Tür ist beschädigt. Kann nicht raus. Abstand halten. Ich kläre das. Kroganerin beschützen, Shepard. Sie ist ungeschützt. Okay. Okay, Leute. Ihr wisst, was wir gelernt haben? Cerberus hat noch nie fair gespielt.
Ziel. Echt? Das fällt mir auch auf. Alles gegen das Ding einfach werfen, was wir haben. So. Wir haben's geschafft. Ja gut, das war ja doch zum Glück einfacher als ich dachte. Es sind noch weitere Feinde übrig. Vorsicht ist angeraten. Ja. Oh shit. Wow. Ja, aha. Das war der letzte, Shepard. Ich lande jetzt. Puh. Ich war nicht sicher, ob sie das hinkriegen, Shepard. Beeilen wir uns. Ich übernehme jetzt. Ich bin nicht ihr Eigentum, Louis. Was macht Cerberus hier? Was wollen Sie? Commander, wie ich höre, arbeiten Sie an einem Vertrag zwischen Kroganern und Turianern. Wenn ich Kroganer nach Pelevan bringe, unterstützen mich die Turianer. Und was hat Cerberus damit zu tun? Ich weiß es nicht. Der Unbekannte hat irgendetwas vor. Den müssen wir auf Distanz halten. Dieser Vertrag wäre ein gewaltiger Sieg für die Allianz. Wir brauchen absolut jede Hilfe. Was ist mit dem Proteanergerät? Die Allianzforschung hat offiziell mit dem Bau begonnen. Unter dem Namen Projekt Tigel. Wir setzen jeden dafür ein, der einen Hammer halten kann. Das ist das ehrgeizigste Unternehmen der Menschheitsgeschichte. Werden wir es schaffen? Ich sage nicht, dass es einfach wird. Aber laut unseren Forschern sind die Entwürfe elegant. Gewaltige Ausmaße, aber irgendwie auch simpel. Wir schaffen das, Shepard. Sie schaffen es. Und keine Zweifel. Nein, Sir. Gut, Hackett Ende. Reef, die Frau ist in Sicherheit. Um die Heilung ihres Volkes können wir uns später kümmern. Sie steigen nicht aus, Turianer. Aber Pelevan braucht ihre Truppen jetzt. Es darf keine Verzögerung geben. Keine Verhandlungen. Jeder Kroganer bekommt das Heilmittel oder Pelevan brennt. Morden, wie lange würde ein Heilmittel brauchen? Muss Basis-Antigen der Frau synthetisieren. Benötige dazu Gewebeprobe von gesundem kroganischen Mann. Ich gebe Ihnen eine. Die Heilung beginnt mit mir.
Akzeptabel. Brauche sie für die Prozedur an Bord der Normandy. Bleibe sowieso. Niemand berührt meine Frau. Und wie schwer wird es? Ein Heilmittel für alle Kroganer scheint ziemlich viel verlangt zu sein, Mordin. Schaffen Sie das denn? Natürlich. Ähnlich wie Genophage-Modifikationsprojekt. Arbeite diesmal gegen eigene Veränderungen. Schwieriger als Müll-DNA, die Kontaktpunkte blockiert. Herunterfahren des redundanten Nervensystems verhindern? Neurotransmitter einstellen? Schon klar. Werde Heilmittel herstellen, Shepard. Keine Sorge. Tun Sie Ihr Bestes, Mordin. Dann fangen Sie an. Und beeilen Sie sich. Wie immer. Bin in Krankenstation, falls Gespräch gewünscht. Muss Tests an Eva durchführen. Eva? Richtiger Name der Frau unbekannt. Normandy ein Schiff der Menschen. Mythologie der Menschen daher angemessen. Schlage Gespräch mit ihr vor. Neue Perspektive. Überraschend. Und, ist sonst noch irgendwas? Es gibt ein kleines Problem wegen eines Schiffs, zu dem unser Kontakt abgerissen ist. Details? Das bespreche ich lieber unter vier Augen. Wenn Sie mit den turianischen Problemen fertig sind, Shepard, müssen wir reden. Worüber? Einer meiner Trupps wird vermisst. Ich gebe Ihnen die Details. Unter vier Augen. Ich sehe Sie dann in der Einsatzzentrale. Gesprächsbereit. Wenn Batarianer selbst Gespräche führen, ist das dann auch unter vier Augen? Okay, damit bis zur nächsten Folge und tschüss!